Das ist nicht sehr häufig in Deutschland, also dass Journalisten wirklich hinfahren zum Ort. Ja? Also ich kenne viele, die sozusagen bis Istanbul kommen, wenn sie über Syrien berichten, aber die wirklich hinfahren, ja, nicht? Und vor Ort, ja, mit eigenen Augen etwas sehen, so wie Hemingway das noch gemacht hat, ja, eigentlich eher Rarität. Die dürfen nicht, weil wenn sie vom Fernsehen sprechen, die Programmverantwortlichen das oft verbieten, die Kollegen gerne würden, aber aus Versicherungs... Aus Angst nicht unbedingt um die Kollegen, war ich zu behaupten, sondern aus Angst um die Position der Verantwortlichen in den Programmen. Es ist auch eine schwere Entscheidung, jemanden loszuschicken, jemanden, den dann eventuell etwas passiert. Ist ja Lebensgefahr verbunden. Ja. Genau, das ist keine einfache Entscheidung und da haben wir in Deutschland auch keine Tradition darin, solche Entscheidungen im Journalismus zu treffen. Wir im Journalismus in Deutschland, ist mein Eindruck, haben uns generell sehr abgewandt von der Außenpolitik. Bis vor kurzem, durch die Flüchtlingskrise ändert sich das ja jetzt ein bisschen, und haben sehr auf den eigenen Bauchnabel gestarrt, waren sehr innenpolitisch fixiert. Die sind ja wie von Bomben durch einen Bürgerkrieg weggesprengt bis Nordschweden zum Teil. Genau, weggesprengt ist der richtige Begriff dafür. Ich gehe seit Anbeginn dieser arabischen Revolution, am Anfang waren es ja noch Revolutionen, für die Zeit dorthin als Reporter, auch nach Syrien. Ein Buch in Surkamp-Verlach geschrieben. Über das Meer, diese Erfahrungen, die ich dann auf der Flucht habe sammeln dürfen. Und mehr meiner Bekannten in Syrien, die ich im Krieg getroffen hatte, entschieden sich zu gehen. Selbst Leute, von denen ich es nie für möglich gehalten hätte, dass sie da ihre Heimat verlassen wollen, weil sie so tief und intellektuell auch verwurzelt waren mit Syrien. Und 2014... Das ist ja Syrien, wenn man das mal beschreibt, ja, als jemand, der es kennt. Ja, das ist ja ein reiches, altes Land, eigentlich an Traditionen reich. Und da gibt es noch irgendwie den einen oder anderen Phönizier vielleicht. Ja? Mhm. Da gibt es sozusagen Christensekten, die älter sind als das Wissen der Antike. Das Wissen der Antike. Nicht? Das steht da noch. Und dann darüber Schicht auf Schicht, ja, die Drusen beispielsweise, ja, die in den 20er Jahren eine Riesenrolle spielen, ja, von England unterstützt gegen Frankreich. Ja. Dann meinetwegen die Alawiten, aus denen die den Staatspräsidenten Assad stellen. Und dann wiederum Sunniten, Schiiten. Das heißt, es ist ein hochdifferenziertes Land. Absolut, ja. Auch gebildet. Das jetzt vollkommen zerstört ist und das es so auch nicht gibt gerade mehr. Also Syrien hat aufgehört zu existieren. Syrien gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr Syrien. Es gibt da eine Vielzahl unterschiedlicher Ländereien, die einst mal Syrien hießen. Aber Syrien an sich existiert nicht mehr. Wenn Sie Syrien 1918 sich vorstellen, ja, wäre das noch, also das unter türkischer Herrschaft, ja, nicht? Also bevor die Alliierten kommen, war das einheitlicher? Nein. Das war nicht einheitlicher, aber es war zumindest da auch nicht mehr gerecht regiert. Zu Ende der osmanischen Herrschaft hat es auch da schon sehr große Ungerechtigkeiten gegeben. Aber für lange Zeit hatten es die Osmanen verstanden, Syrien und auch den Irak. Die Feindseligkeiten sind organischer zusammengesetzt. Ja? Da ist Immunität drin. Ja, und Istanbul hat da eine ausgleichende Rolle gespielt. Dadurch, dass den einzelnen Ethnien nicht so viel Bedeutung zukam, dass die Nachbarn nicht mit sich allein gelassen worden sind, um es mal so zu sagen, sondern dass da ein Schiedsrichter weit weg war, der jetzt auch nicht in die alltäglichen Details eingriff von jedem Dorf, sondern die überwiegend sich selber verwalten ließ, solange halt die Steuer an Istanbul gestimmt hat. Und dann kommt jetzt in den 20er Jahren die Baath-Partei auf. Was ist das? Das sind Lehrer, Soldaten oder was ist das? Die sind ja nicht islamistisch. Nein, die waren nicht islamistisch. Die haben quasi den europäischen Gedanken der Nationalisierung wiederholen wollen. Des Panarabismus vor allem auch. Also dass man einen zweiten Bildungsweg sozusagen. Ja.
dass man ein großes Arabien schafft mit einer, mit einem nationalen Bewusstsein, weniger jetzt mit einem religiösen, sondern mit einem nationalen. Und diese Bewegung ist aber sehr schnell zu einer Militärdiktatur geworden, sowohl im Irak als auch in Syrien. Auch aus Verzweiflung, weil das politische Programm einfach so schwer durchzuführen ist. Nicht? Also die Leute dafür, das Programm, sind nicht da. Die Leute für das Programm waren nicht da. Die Bevölkerung war noch nicht gebildet, sei mal, zog so mit diesen elitären Vordenkern, so dass der Graben immer größer wurde zwischen der Elite der Baath-Partei und der Bevölkerung. Und dieser Graben dann nur überwunden werden konnte durch Gewalt, durch die Faust, durch einen eisernen Faust mit Geheimdiensten, also sozusagen, also Dutzenden, die Fußsohlen der Macht, ja, haben Sensorien. Genau. Ja, 16 Geheimdienste, habe ich mal gehört. Ja, ja, und jetzt ist der große Exodus aus Syrien, dieser Traum, der Syrien mal gewesen ist, der ist zerplatzt, hat sich in einen Albtraum verwandelt. Und ich fand es ungenügend, dass wir Journalisten uns immer nur mit Flüchtlingen unterhalten haben hier in Europa, die es bereits geschafft hatten. Das hatte ich auch getan zur Vorbereitung der Reise. Aber diesen Leuten, den mag man glauben, man mag ihnen auch nicht glauben. Die haben immer natürlich eine ganz besondere Motivation. Die wollen hier Asyl. Deswegen ist ihre Glaubwürdigkeit halt aus Sicht des allgemeinen Medienkonsumenten eingeschränkt. Und es ist einfach ein Jahrhundertphänomen. Niemand zuvor hatte sich auf die Reise begeben als Journalist. Und ich habe so viel nicht verstanden gehabt, wie dieser Fluchtmechanismus funktioniert, was das für eine Industrie ist, was die Leute unterwegs erleben. Also, dass da parasitärer Befall dann drauf ist auf den Fluchtwegen, ja nicht? Durch die Schlepper und die Organisation. Aber dass das so funktioniert, wie Sie es beschreiben, das hätte ich nie für möglich gehalten. Dass es zunächst mal äußerlich wie eine Tourismusindustrie ist, aber mit allen Formen eines betrügerischen Schwarzmarkts und von Kämpfen zwischen den Organisationen, wenn Sie das mal beschreiben. Wir hatten uns entschieden, von Ägypten aus aufzubrechen, weil Ägypten immer noch relativ sicher zu sein schien für uns als Flüchtlinge. Wir hatten uns ausgegeben, der Fotograf Stanislav Krupper und ich, als abgebrochene Englischlehrer aus einer Kaukasusrepublik, die aus privaten Gründen eine Familienfehde aus diesem Kaukasus fliehen. Hoffentlich treffen Sie nicht auf einen Russisch sprechen. Wir trafen auf Schmuggler, die Russisch sprachen, weswegen ich den Stanislav Krupper als Fotograf gefragt hatte, ob er denn mitkommen wolle, weil der fließend Russisch spricht. Der ist mehr in Russland als in Tschechien, wo er herkommt, also spricht diese Sprache fließend. Wenn man lügt, in solchen Situationen muss man gut lügen, weil das Leben hängt an dieser Lüge. Ein befreundeter Syrer, ein reicher Mann aus Homs, den ich noch aus der Zeit in Homs, große Stadt in Syrien, aus dem Bürgerkrieg kannte, der selber nach Europa fliehen wollte, nach Deutschland, der hat dann quasi uns unter seine Fittiche genommen und dann diese Geschichte, wer wir sind, nämlich diese Englischlehrer aus dem Kaukasus, die er in Syrien kennengelernt hat, die jetzt auch es in Ägypten nicht mehr aushalten würden und nach Deutschland wollten. Also uns hat er verkauft gegenüber den Schmugglern und den Mitflüchtlingen. Und wir hatten uns auf alles Mögliche vorbereitet und ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich mit Flüchtlingen vorab geführt hatte. Aber es war noch viel krasser, als mir jeder dieser Leute vorab erzählt hat. Sie werden dann von einer Nachbarorganisation gekidnappt. Wir wurden entführt. Und müssen erstmal von ihren Schleppern wieder rückgekauft werden. Genau, ja, sie sind wirklich Handelsware dort. Es gibt die sogenannte Baldaschia in Ägypten, die Mafia, die große Teile der Städte, nachts zumindest, beherrscht. Viele Nachbarschaften gibt es dort, wo sich die Polizei nicht hineinwagt bei Einbruch der Dunkelheit. Die haben aber trotzdem nur noch nicht so das Geld, sich die großen Schiffe für die Überfahrt, für die Flüchtlinge leisten zu können und wollen dann trotzdem teilhaben an diesen
gigantischen Profiten, die es da in der Industrie, es ist eine Industrie, in Ägypten gibt, weshalb sie einen dann wegklauen. Wir wurden dann, ich weiß nicht mehr wie viele waren, 20, 30 Leute, wurden dann plötzlich eines Nachts... Von einem Nachbarbus, ja. Ja, es gab eine Verfolgungsjagd. Gefangen genommen. Wir wurden ausgebremst, das heißt, der Schmuggler, der unseren Bus fuhr, wurde ausgebremst, der wurde von hinter seinem Steuer weggerissen auf die Straße. Ein fremder Mann saß dann stattdessen hinterm Steuer und hat uns dann irgendwo eine dunkle Gasse gefahren, wo wir plötzlich umgeben waren von so Muskelpaketen, ägyptischen Männern, die da breit grinsend um uns herum standen. Und in dem Moment haben wir verstanden, dass wir entführt worden Organisationen, nicht? Ja, ja. Also die Erpressung ist das eine, aber es ist auch eine Verhandlungsebene da. Ja? Gibt Gott sei Dank. Ja. Ja, gibt offensichtlich dann sozusagen Paten, ja, die dann als Schlichter auch, ja, dafür sorgen, dass eben gegen Lösegeld das wieder freigelassen wird. Ja, es geht da nicht darum, dass man ihnen das Leben nehmen will. Nein. Das Leben bedeutet da einen Wert, einen finanziellen. Ja. Das fand ich in der Situation beruhigend. Die Entführer hatten nun auch nicht verstanden, wer wir nun wirklich sind, dass wir Reporter aus Deutschland und Tschechien sind, sondern die dachten, wir sind halt die anderen, gehören zu den anderen Flüchtlingen einfach mit dazu. Und 4 Tage lang wurden wir weggesperrt in einen Rohbau. Währenddessen haben unsere Schlepper, die Schmuggler, verhandelt mit unseren Entführern und sich dann nach 4 Tagen, ich glaube, auf 3.500 Euro geeinigt. So viel waren wir dann wert. Pro Mann oder für das Ganze? Insgesamt. Insgesamt, ja. Pauschalpreis. War ein Schnäppchen. Und wir wurden dann wieder den Schleppern übergeben und waren damit sozusagen wieder in Freiheit. Wir haben es dann auf die Schiffe geschafft. Also wir wurden dann abgeholt am Strand von 2 Motorbooten, die Schmuggler organisiert hatten. Das sind auch Szenen, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen, die sich da an diesem Strand abgespielt haben, wie jeder fürs Leben rennt, im wahrsten Sinne, um Platz auf diesem Boot zu bekommen, ohne viel Rücksicht zu nehmen auf seinen Nächsten, den er die Treue zuvor geschworen hatte. Aber in dem Moment des Überlebens vergessen sehr viele Leute das sehr schnell. Das war sehr beeindruckend für mich zu sehen. Diese Boote haben uns dann aufs Meer hinausgefahren, 8 Kilometer vor die Küste. Dort hatten die dann aber keinen Kontakt herstellen können zum größeren, immer noch nicht ganz so großen, aber halt größeren Fischerboot, das einen dann die ganze Tour nach Europa, nach Italien bringen sollte. Der Kapitän von diesem Fischerboot, der war per Handy irgendwie nicht zu erreichen, der hatte seine Verabredung verpasst. Und in ihrer Hilflosigkeit haben uns dann die Jungs, das sind ja Jungs, denen wächst da kaum ein Bart noch, die uns da auf dem Motorboot umhergefahren hatten. In ihrer Hilflosigkeit haben die uns auf eine Sandbank dann geworfen. Deponiert wie Robinson. Ja, Nelson Island, also das kleine, die kleine Insel. Das ist noch von der Schlacht von Abukir übrig. Ja, wo der Admiral Nelson gegen Napoleon gekämpft hat und gewann. Und auf dieser Sandscholle haben wir uns, Sie jetzt. Ja, und haben uns dann sogar in den Gräbern von dort ums Leben gekommenen britischen Offizieren vergraben. Die Gräber, die dann ausgegraben worden sind vor einigen Jahren von britischen Archäologen, wie ich hinterher dann nachgelesen habe. Also da wurden wir dann hingeworfen, 60 Leute. Zivilgesellschaft von Syrien, die kleinste, die mit uns dabei war, die war 5. Mädchen, die älteste Dame war 69 Jahre alt. Viele Unternehmer, Kameraleute vom syrischen Fernsehen waren mit dabei. Intellektuelle, wir hätten da eine halbe Universität machen können auf dieser Insel. Wir alle wurden ins Wasser geworfen, sind auf diese Insel gerannt. Da waren wir dann mehrere Stunden, hatten immer noch per Telefon mit den Schmugglern Kontakt. Die kamen dann auch noch mal mit einem größeren Schiff, um uns abzuholen. Aber da haben wir dann schon am Horizont die roten Signallichter gesehen von der ägyptischen Küstenwache. Und die haben Sie dann gefangen gesetzt? Genau, ja, sind dann nochmal alle auf die Insel. Es wurde scharf geschossen, Gott sei Dank nur in die Luft. Familien haben sich dann über ihre Kinder gelegt, weil immer wieder da auch Leute erschossen werden beim Versuch, sie festzunehmen. Das ist eine sehr angespannte Situation. Und dann wurden wir von den
Uniformierten, einer nach dem anderen aus unseren Verstecken, aus unseren da herausgezogen. Das ist auch eine Situation im Zwielicht, weil an sich hatte die Schlepperorganisation Bestechungsgelder gezahlt. Ja. An die Küstenwache, ja, nicht? Aber die Küstenwache jetzt hier hat sie wiederum auf der Insel festgenommen, ja? Waren das andere oder? Das weiß ich nicht. Also wenig später haben sie ein Boot durchkommen lassen zu der Zeit. Das waren Wochen, da haben sie relativ viele festgenommen. Da gab es wahrscheinlich Verhandlungen mit der Europäischen Union, die da gerade anstanden, darüber, dass die EU Millionenbeträge... Woche des Fleißes. Ja? Genau, die Woche des Fleißes. Die ägyptische Regierung muss manchmal zeigen, dass sie etwas tut, um weiterhin Hilfe zu bekommen. Die türkische auch, ja, und so weiter, Hilfe aber immer bekommen. Nur kurz. Jetzt erzählen Sie weiter etwas ganz Spannendes für mich. Nämlich, die Flüchtlinge, die jetzt auf dem Schiff sind, eingepfercht, ja, die sind auch nicht in Sicherheit in irgendeiner Weise, sondern da wird auch noch mal Handel getrieben, ja, ja. Nicht? Und Opportunität, ja, gewahrt. Man geht nicht mit einem teuren neuen Metallschiff in die Gefahrenzone, an die italienische Küste, sondern lädt die dann noch mal um auf so ein Holzbarackenschiff, ja. Ja, weil, also wenn sie Flüchtlinge sind, es dann auf dieses Fischerboot geschafft haben, was wir nicht geschafft haben, aber mir wurde das dann von unseren Freunden, die mittlerweile dazu wirklichen Freunden geworden sind, die es später dann nochmal versucht hatten und geschafft hatten, aufs Meer dann zu kommen. Haben sie solidarisch sie auch abzuholen versucht, nicht? Also genau, das ist nochmal. Das ist schon. Und die haben uns dann sehr im Detail mit großem Vertrauen auch, nachdem sie es dann geschafft hatten, nach Deutschland und Schweden erzählt, wie ihre Reise dann weiterging und was sie dann auf den Booten erlebt hatten. Und es ist dann so, wenn man auf hoher See ist, ist man dann Geisel, da ist man nicht mehr Kunde. In Ägypten ist man noch Kunde, da kann man noch wählen zwischen verschiedenen Schmugglerorganisationen. Die versuchen einen auch abzuwerben, rufen einen an und sagen, du komm zu mir, ich habe die besseren Connections, Verbindungen zu der Küstenwache, habe die besseren Boote. Heute Nacht geht es gleich los. Wettbewerb. Wettbewerb, man zahlt auch nicht im Voraus. Hier jetzt nicht mehr, hier ist Monopol. Nee, wenn man dann auf die Schiffe kommt, dann ist man ja auch in den Händen dieser Leute, das sind dann noch andere Leute. Die Seeleute eben, die da auch sehr viel riskieren dafür, dass sie einen dann darüber bringen, auch sehr viel gewinnen, wenn sie es schaffen. Und Goldgräber. Das ist wirklich eine Goldgräberindustrie. Die bauen sich anschließend große Villen in ihren Dörfern in Ägypten, aus denen sie dann näher kommen an der Küste. Da können sie dann mit einer Tour mehrere hunderttausend Dollar verdienen. Noch während des Transports, ja, gehen Handelsgeschäfte, ja, nicht? Also so das Schiff fährt vor Benghazi hin und her, ja, und sagt, wir fahren nicht weiter, wenn wir nicht das und das zusätzlich kriegen. Es wird ständig nachverhandelt, wie mir erzählt worden ist. Es sind verschiedene Schmugglerorganisationen auf hoher See, die sich die Flüchtlinge dann gegenseitig abkaufen sozusagen. Es gibt richtige Verfolgungsjachten von Boot zu Boot. Wenn der Kapitän vom einen Boot, der meint, er sei schon überladen, den Kapitän vom anderen Boot abwehren will, weil der meint, seine Flüchtlinge noch zusätzlich dem anderen aufs Boot drücken zu wollen, aus wirtschaftlichen Gründen heraus. Sie stehen die ganze Zeit mit dem Augen zu Tod auf die zum Tod auf dieser Überfahrt. Und letztlich wurden dann unsere Freunde gerettet von der italienischen Marine kurz vor der libyschen Küste, kurz vor Benghazi. Sie vergleichen einmal in Ihrem Buch die etwa 1200 Toten an der Grenze der DDR zur Bundesrepublik, ja, mit diesen über 20.000 und wahrscheinlich viel mehr Toten. Ja. War nicht vierstellig, war dreistellig. Die Toten in der deutschen Grenze. Ja. Ja. Und letztes Jahr sind im Mittelmeer, so wie ich weiß, über 2700 Menschen ums Leben gekommen. So viel wie noch nie, obwohl die allermeisten Menschen ja mittlerweile über die sogenannte Balkanroute geflohen sind und immer noch fliehen. Also über Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien etc. Ich meine, das ist berührt sehr, wenn Sie überlegen, dass der Hemingway, ja, also Ihr Berufskollege, ja, nicht, da die Flucht von Smyrna,
ja, nicht? Und Kleinasien von 1,6 Millionen Griechen, mhm, ja, 1921, 22, ja, ins griechische Heimatland, ja, beschreibt, ja, und jetzt dieselbe Strecke, ja, mhm, nicht? Das ist, ja, wo der Flüchtlingsstrom wieder sich ergießt, ja. Meere sind immer Fluchtrouten, immer schon gewesen, ja. Übers Meer kam der Feind und übers Meer hat man auch versucht, zum vermeintlichen Freund sich zu retten. Also Meer ist sehr ambivalent. Und wer hätte von uns denn gedacht, noch vor 10 Jahren, dass das Mittelmeer wieder in diese Position kommt? Das Mittelmeer noch vor 10 Jahren war ein Unterhaltungsmittel Mitteleuropas geworden, nämlich die Badewanne von uns allen. Wir haben uns alle über die beliebtesten Badestrände und wo man in Spanien, Griechenland und Süditalien hinkommen kann, um sein Leben zu genießen. Und mittlerweile ist das Mittelmeer zu einer ganz bitteren und tödlichen Grenze geworden. Zur Todeszone für viele, viele Menschen. Auch ein Freund von uns, der dann anschließend, nachdem alle anderen, die mit mir da zusammen versucht haben zu fliehen, dieses Wagnis auf sich genommen hat. Der hieß Mohammed, hatte einen Syrer, aber hatte einen Teppichladen für 2-3 Jahre in Kairo aufgemacht. Und ein Bruder von 5, und der war der ängstlichste von allen 5. 3 von ihm hatten es schon übers Mittelmeer nach Schweden geschafft. Und dann hat er es auch versucht, ist aufs Boot und ist da dann ums Leben gekommen. Mit 500 anderen, darunter 100 Kindern. Und mich hatte die Familie dann gebeten, seinen Namen auf die Vermisstenliste der Italiener setzen zu lassen. So viel wie in der Titanic so unterging, nicht? Ja, nicht? Und darüber wird dann nicht geschrieben. Ja. Ja. Über sowas wird kein Buch geschrieben, kein Spielfilm gedreht. Das sind einfach. Wenn Sie einmal die neuralgischen Punkte, die Nervenpunkte, ja, einfach mal in Form eines Requiems kurz erwähnen. Also die westlichste Weg, der westlichste Weg von Flüchtlingen wäre über den Atlantik. Ja? Ja, der wurde ja auch häufig frequentiert, also um die 2000er herum sind sehr viele aus Westafrika über die Kanarischen Inseln, dann weiter nach Spanien. Ja. Dieser Weg wurde dann aber blockiert mit Hilfe von Technik, einer sehr ausdifferenzierten Küstenradarüberwachung, so dass dieser Weg kaum mehr beschritten wird. Die allermeisten in der Zwischenzeit sind dann mal über Libyen geflohen, nachdem ja das Gaddafi-Regime in sich zusammengebrochen ist, nutzen es dort diverse. Das war vorher durch Tributzahlung, ja, gehalten, genau. Flüchtlinge aufzuhalten. Ja, da gab es ja auch große Lager in Libyen. Gaddafi hat sich da seinen Ruf international wieder mit polieren können, eine ausgelagerte Ordnungsmacht für Europa und Geld verdienen zu sein und natürlich Geld zu verdienen. Gaddafi gibt es nicht mehr, Gott sei Dank. Aber jetzt gibt es eine Vielzahl von Milizen, wovon einige von denen, besonders die Schwächsten, politisch gesehen und finanziell eben jetzt an den Flüchtlingen Kleinen verdienen. Gaddafi machen. Und das haben sozusagen an dieser Berberküste, ja, genau, nicht? Das haben schon die Korsaren im 18. und 17. Die Jahrhundert. Die Berber sind es überwiegend jetzt wieder, wie man hört. Ja. Die schicken auch gar keinen Schlepper mehr auf die Boote. Das sind nur noch große Flöße überwiegend, wie ich höre, die wohl aus Beständen der chinesischen Armee oder von deren Lieferanten stammen, große Flöße, mit denen Truppeneinheiten schnell mal über Flüsse gebracht werden soll, also im Krisenfall. Aber diese Flöße sind nicht dazu konstruiert, nun länger auf dem Meer mit dem Wellengang standhalten zu können. Deshalb lösen sich diese Flöße oft. Das ist so ein Holz und ein Gummi. Schicht, das löst sich dann voneinander unter dem Wellengang, wird instabil, weswegen dann nach 20, 30 Kilometern vor der libyschen Küste die Seerettungsboote, die es da ab und an dann gibt, hoffentlich dann gerade an dem Tag, wenn es geschieht, dann eingreifen und diese Leute von den Flüssen holen. Das sind die europäischen Ausgeschickten, genau. Ja, und die retten dann, ja, ja, genau. Und schaffen natürlich da wieder einen Attraktor neuen für die Schlepper. Also im Prinzip, ja, kann man die Leute direkt vom
vom Strand auflesen. Aber wie hat mir mal einer gesagt, ein Flüchtling, Europa verlangt von uns diese Mutprobe. Wir müssen einmal aufs Schiff. Und wenn es nur für 30 Kilometer ist, diese Mutprobe müssen wir machen. De facto gehen wir Europäer mit unseren Rettungsbooten, was ja auch gut ist, bis ganz knapp vor die Küste. Das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte, nicht? Ja, nicht? Auch von was Mut betrifft. Ja? Und wenn Sie das jetzt mal weiterverfolgen, also das ist die libysche Strecke, ja? Und jetzt gehen Sie weiter nach Osten. Ja, dann kommt die ägyptische. Das ist die Luxusroute. Die Luxusroute. In großen Anführungsstrichen. Dann gibt es noch von Beirut die Flugroute nach Murmansk, Nickel, direkt nach Norwegen mit Fahrrad. Die ist jetzt zu. Die ist jetzt zu. Ja, durch Änderungen, Gesetzesänderungen. Ja. Dann, jetzt kommen wir zur Türkei, ja, oder Zypern. Na, Sie können es auch finanziell, diese Geschichte abstufen. Die Leute, die wirklich viel Geld haben, die nehmen, wie ich es immer sage, die VIP-Variante in Anspruch. Ja. Die kaufen sich einfach neue Identität, neuen Pass, wie mein Freund Anas, der mit uns auf der Flucht war, der für uns auch übersetzt hat, als einziger wusste, wer wir waren, der wohlhabende Geschäftsmann aus Homs. Nachdem er viel probiert hat, nach Afrika fährt, über Dar es Salaam, Sambia und so weiter, und dann einreist. Der dann, nachdem das mit uns nicht geklappt hatte, weil wir ja verhaftet worden sind, der dann abgeschoben worden ist in die Türkei und von der Türkei aus versucht das erst als Italiener, der hat sich ein italienisches Papier gekauft, war aber nicht gut gemacht. Wurde gleich wieder verhaftet, aber auch gleich wieder auf freien Fuß gesetzt in der Türkei. Und dann hat er sich einen französischen Pass gekauft, der offenbar besser gemacht war. In Istanbul gibt es ja ganze Straßenzüge mit Gebäuden, wo sie dann im Keller diese Maschinen haben, die ihnen diese Pässe dann neu machen. Warum leuchtet dieser Pass bei der Einreise nach Tansania rot auf? Also war offenkundig nicht gültig, was dann überbrückt werden konnte. Ja? Warum ist das? Ja, das ist nicht ganz so klar, warum das mehrmals hintereinander rot aufleuchtete. Das war für ihn, hat er gesagt, der schrecklichste Moment auf der ganzen Reise. Vermutlich haben die Maschinen nicht getan, Dar es Salaam. Sowieso nicht getan. Und deswegen hatten sie dann ein Einsehen mit ihm. Da fiel der Verdacht dann nicht so sehr auf seinen Pass, sondern mehr auf die Maschine, die nicht tat. Er war aber sehr froh, weil er nur drei Sätze Französisch gerade ausreden kann. Und das als Franzose ist natürlich etwas unglücklich. Und er wurde dann gleich abgeholt in Dar es Salaam, wieder von Schmugglern, die das Ganze von Istanbul aus organisiert hatten, die ihn dann begleitet haben in einem Überlandbus nach Lusaka. Das ist die Hauptstadt von Sambia. Und dort durfte dann nach auch noch mehr Komplikationen dann die Maschine der Air Namibia betreten, weil da die Behörden im Flughafen von Lusaka seinen Pass gar nicht mehr so richtig angeguckt haben. Die waren bestochen, angeblich, und haben ihn einfach durchgewunken. Und dann war da in Frankfurt, wo ich ihn abgeholt hatte. Aber sagenhaft. Und das ist die teure. Das ist für Wohlhabende. Ja, das ist die teure Variante. War schwer genug für 8.000 Euro hat er nochmal auftreiben müssen dafür. Die Leute, die dann weniger Geld haben, die gehen. Er hat eigentlich alles als reicher Mann. Ja, einschließlich des Diamantrings seiner Frau. Ja. Ja, nicht einfach hergeben müssen für die teure Flucht. Ja, und die billigste Flucht? Die billigste Flucht, die geht in die Höhle. Ja. Nach Syrien selbst, wenn wir jetzt über Syrien reden, die billigste Flucht, die führt sie gerade ein bisschen außerhalb ihres Dorfes. Im Schufgebirge. Irgendwo auf dem Land, ins Gebirge, wenn es gut kommt, wo alte Höhlen, alte traditionelle Zufluchtsorte existieren, in die sie sich dann mit ihren Familien verstecken, wo es auch dann schon Schulen gibt. Also ich kenne Familien, die seit Jahren in diesen Höhlen leben, das ist kein Provisorium mehr. Die dann, wenn es dann etwas ruhiger geworden zu sein scheint, in ihren Dörfern dann auch da tageweise, zumindest die Männer, dann wieder ins Dorf zurückgehen, um sich ums Haus zu kümmern und Dinge zu erledigen, an Geld wieder ein bisschen zu kommen und dann wieder zurück in die Höhle wandern. Das ist die absolut billigste Variante. Und ein Großteil der Hälfte der syrischen Bevölkerung, die jetzt da auf der Flucht sind, muss man sich ja nochmal vorstellen, die Hälfte von diesen, ich glaube, sind jetzt 21 Millionen Syrern,
die es gibt, sind auf der Flucht. Und der Großteil von denen, der ist im Landesinneren selber noch. Also der ist jetzt nicht im Ausland. Untergrund quasi. Ja, nicht unbedingt Untergrund. In leeren Kellern. Also die Keller nicht mehr funktionieren in den Häusern als Schutz. Ja nicht? Das hier, die Höhlen. Viele Häuser haben dort auch keine auf Keller. Auf der Flucht im eigenen Land. Sondern die Menschen gehen dann oft halt, wenn sie es können, in die Gebiete, die noch von Assad kontrolliert werden. Nicht, weil sie Assad mögen, sondern einfach, weil diese Gebiete nicht bombardiert werden von Assad. Der bombardiert ja nur die nicht von seinen Truppen kontrolliert werden. Die möchte er zurück in die Steinzeit bomben, jegliche Infrastruktur ausschalten. Und dann gibt es eine große Konkurrenz auf den Wohnungsmarkt, natürlich in den wenigen noch von Assad kontrollierten Gebieten. Und alle mögliche Missbrauch wird dann natürlich mit Menschen in Not betrieben. Also auch das ist dann nicht ganz so billig. Im Assad-Land, von Syrien will ich ja nicht mehr reden, selber unterkommen zu können. Man sieht oft junge Männer unter den Flüchtlingen, die, sagen wir mal, wehrfähig aussehen. Mhm. Ja, nicht? Also ich würde als Söldnerfirma, ja, nicht? Private Söldnerfirma dort Rekrutierungen machen, ja, nicht? Und die anwerben, ja? Die würden doch sofort im Assad-Gebiet eingezogen. Ja. Es gibt da viele Kontrollposten. Deren vornehmliche Aufgabe nicht jetzt unbedingt nur die Sicherung ist, sondern junge Männer zu finden, die eingezogen werden können. Und es gibt Razzien, nächtliche Überfälle von Sicherheitskräften, Haus zu Haus Durchsuchungen, um solche Männer dann aufzutreiben. Viele der Menschen, die mit mir geflohen sind, sind auch vorwiegend deswegen geflohen, nicht weil sie jetzt Partei für die eine oder andere Seite waren, sondern weil sie sonst eingezogen wären und das nicht wollten. Sie wollten nicht kämpfen. Nicht in einem wirren Bürgerkrieg. Ja, ja. Ob nun wirr oder nicht, die wollten nicht kämpfen und sie wollten vor allem auch nicht ihr Leben verlieren und sind deswegen gegangen. Sie fliegen jetzt morgen nach Nigeria, ja? Und da geht es um Boko Haram und die Opfer davon. Genau. Ja? Was ist das für eine Bewegung? Boko Haram, das versuche ich immer noch zu verstehen. Ich habe mich jetzt doch ausführlich mit Boko Haram beschäftigt. Das Problem ist, dass diese Region der Welt, wo sich das abspielt, eine der ist, wo man am wenigsten Nachrichten rausbekommt. Wo Reporter, mit denen wir zusammenarbeiten, teilweise die Fleischermeister von vor Ort sind. Da fehlt es an jeglicher Infrastruktur. Es hat auch wenig Handynetz. Wir haben manchmal 10 Tage keine Verbindung zu irgendwelchen Leuten, weil die auf einen speziellen Berg über ihrem Dorf klettern müssen. Das ist der einzige Ort, wo man da telefonieren kann, wo man Netz hat. Und in dieser Gegend, aus der ohnehin uns sehr wenig Nachrichten erreichen, hat sich jetzt diese Terrorgruppe dort etabliert, über die man so wenig weiß wie über kaum eine andere. Ich glaube, man weiß mehr selbst über Nordkorea und über den Islamischen Staat wie über Boko Haram. Und Boko Haram ist mittlerweile für deutlich mehr Todesopfer verantwortlich wie jede andere Terrororganisation auf der Welt. Und ich hatte so ein bisschen den Anspruch, diesem Phänomen etwas näher zu kommen vom Verständnis und hatte deswegen mich dafür entschieden, sehr lange den Opfern zuzuhören und in dem Fall den Frauen, die entführt worden sind, die zwangsverheiratet, auf gut Deutsch vergewaltigt worden sind, und ein Großteil dieser Frauen hat dann auch noch jetzt Kinder aus diesen wie auch immer Beziehungen und muss mit diesen Kindern jetzt zurechtkommen, die sie nicht lieben, die sie aber auch nicht töten wollen, aus religiösen und durchaus auch nachvollziehbaren Gründen. Wie reagiert die Umgebung dieser Frauen darauf? Wenn sie einmal bei Boko Haram waren, haben sie ein Brandmal. Dann sind sie beschädigt, besonders als Frau, aber auch als Mann. Und sie gelten als jemand von denen. Boko Haram wird auch nachgesagt, es ist eine sehr magische Gesellschaft dort in Nigeria noch.
dass sie über Zauberkünste verfügen. Das hat nun mit Islam nichts mehr zu tun. Ach, da kommen Verzauberte zurück. Ja. Zauberkräfte, die über das Essen weitergegeben werden und Boko Haram verteilt. Ein Zaubertrank, ein Gemisch aus Datteln und Wasser mit rotem Sand, was mir erzählt worden ist. Da müssen sich dann alle in der langen Reihe anstellen und bekommen diesen Trank verabreicht, der einen verändert. Gegentränke haben? Ja, also gibt es einen Gegenzauber? Es gibt auch Gegenzauber. Die Frage ist, welcher Zauber dann der stärkere ist. Ja. Aber die Leute sind sehr misstrauisch. Wenn jemand nach monatelanger Gefangenschaft aus dem Wald ja meistens, wo Boko Haram seine Opfer hinverschleppt in den Sambisa-Wald, dann wieder zurückkommt, ist nicht klar, ist er freigelassen worden von Boko Haram? Soll er infiltrieren, auch als Frau? Oder ist die Person geflohen? Ist sie ein Gegner von Boko Haram? Und es gibt noch keine Rehabilitationsprogramme. Mit der Folge, dass diese Menschen, die jemals irgendwie Kontakt hatten mit Boko Haram, unter Generalverdacht genommen werden und häufig dann anschließend umgebracht werden oder sozial extremst isoliert. Es heißt, Boko Haram hat seine Treue dem Kalifen, der IS, ja, gegenüber erklärt. Was bedeutet so etwas? Ist es eine Pressemeldung? Ist es erfunden? Oder Nein. Gibt es das wirklich? Das ist wirklich. Also Shekau, der sogenannte Führer von Boko Haram, hat eine Videonachricht veröffentlicht im März 2015. Letztes Jahr war das gewesen. Also das ist real. Was das jetzt real bedeutet, das wissen wir nicht. Es gibt Berichte, dass Boko Haram-Kämpfer jetzt auch in Libyen unterwegs sind, um den islamischen Staat in Sirte, da wo er so eine Tasche ausgebildet hat, an der Mittelmeerküste, also mittlerweile direkt vor unserer Haustür, entsandt hat. Bis zu 200 Boko Haram-Kämpfer aus Nigeria sollen da aktiv sein und gegen libysche Milizen. Die kommen wie die Legion Condor dahin, ja, und machen Ausbildung. Ja, das machen die schon seit längerer Zeit. Es ist jetzt aber unklar tatsächlich, wie stark die Beziehungen sind, ob der islamische Staat die auch finanziert, ob der islamische Staat Boko Haram dafür womöglich bezahlt, dass er, ne, so wie Söldner, seine Leute dann nach Libyen oder in den vergangenen Jahren auch nach Mali schickt. All das ist eine sehr in sich abgeschlossene Welt. Aber sie sind vorwiegend auf den Norden und Nordosten konzentriert, weil Boko Haram auch ein Stammesaufstand ist, meines Erachtens. Da gibt es den Stamm der Kanuri, die ein bisschen mit den Arabern verwandt sind. Und die Kanuri, die hatten einst, über 1000 Jahre lang, ein großes Reich, das von Südlibyen bis in den Kamerun hineinging. Mehr als 1000 Jahre, ja. Mit wunderbaren Kunstschätzen. Ja. Auch gibt es eine Frau beispielsweise, die sieht schöner aus als jede ägyptische Skulptur. Die haben eine reiche Tradition, die auch kaum aufgearbeitet ist von unseren Historikern. Barbarossa hat das begonnen. Es hat geendet mit den Deutschen, mit den Briten und den Franzosen im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts, um 1900 herum, hat man dann das Kanem-Bornu-Reich dann aufgelöst und verteilt auf Deutsch-Kamerun, auf die Franzosen und die Engländer zerschnitten. Und die Kanuri, glaube ich, haben diese ruhmesvolle Zeit immer noch sehr vor Augen. Und die allermeisten Kanuri sind erbitterte Gegner von Boko Haram. Aber die sich Boko Haram anschließen, glaube ich, erhoffen sich von der Bewegung schon auch wieder ein Zurück zu alten Glanz und Gloria. Aber merkwürdig, die Roten Khmer auch, ja, nicht? Kulturrevolution, ja, alles vernichten, aber die Heiligtümer, ja, die Pagoden, ja, ja. Werden gepflegt. Mhm. Ja, das alte Reich soll wiedererobert werden. Das heißt, als ob sozusagen aus den Wurzeln des unterdrückten alten Reichs, ja, noch Energien über 1000 Jahre irgendwo fließen. Das halten Sie als ja. Sicher der Fall auch halten dort. Halten Sie für möglich? Ja, das ist sicher der Fall bei Boko Haram. Boko Haram ist, glaube ich, weniger eine islamistische Aufstandsbewegung, sondern mehr eine Stammesrevolution und dann noch eine Revolution von alt bzw. jung gegen alt. Dass die junge Generation sich den Fesseln der alten Tradition entledigen will,
Und da kommt dann die Scharia zu Pass. Die ist das Vehikel. Wie eine Maske, ja, die sagt, wir machen alles gleich. Noch ausdrückt. Wir machen alles gleich, wir haben keine Unterschiede. Es gibt dieses Gesetzesbuch, die Scharia. Und das ist quasi auch so eine Art Demokratisierung, in Anführungsstrichen, in einer Gesellschaft, die halt bisher sehr in Kasten, sehr in Schichten, sehr in Generationen aufgeteilt war. Die Dörfer sind noch überwiegend sich alleine überlassen, wie das seit alters her der Fall gewesen ist. Sie sehen den Staat eigentlich nur entlang der asphaltierten Hauptstraßen, davon gibt es nicht so viel, und der großen Städte und meist auf eine unangenehme Art, nämlich in Form von Polizei, Kontrollposten, die ihnen Geld abnehmen, willkürlich, ohne Gesetz. Und in Form von Behörden, die sie erstmal bestechen müssen in einer verhandelbaren Höhe, damit die das tun, wofür sie eigentlich verpflichtet wären von ihrer Aufgabe her. Also auch Sie müssen im Grunde da Backschisch leisten, ja, nicht? Ich ja. Nun selber nicht, aber meistens zumindest nicht. Versuche es zu vermeiden. Das Auto, das sie fährt. Aber die normalen Menschen. Ach so. Die normalen Leute dort, die müssen ständig bestechen. Die Polizei ist auch pleite, ja, immer wieder. Die müssen private Kredite aufnehmen, die Offiziere, bei Banken, um das Benzingeld zu finanzieren. Wenn sie dort eine Anzeige machen, in den allermeisten Fällen in Nigeria, bezahlen sie den Ermittler seine Hotelkosten, seine Benzinkosten, wenn sie wollen, dass man den Mord an ihrem Bruder zum Beispiel untersucht. Weil der Herr dann 2 Wochen lang auf ihre Kosten im Hotel logiert und auch viel trinkt eventuell, wenn sie dann von einer Anzeige absehen, weil sie sich das einfach nicht leisten können und da auch relativ wenig bei rauskommt. Das ist jetzt mal überspitzt gesagt, woran sie den Staat in Nigeria kennen. Der Staat wird eher als Räuber wahrgenommen, denn als organisierende wohltätige Kraft. Impuls, ja. Deshalb hat es Boko Haram auch so einfach. Also ja, Boko Haram ist nur so stark, weil der Staat so schwach ist in Nigeria. Es gibt eine eigene Abteilung von Boko Haram, die sich auf die Entführung von Ausländern spezialisiert hat, die auch schon 2 Deutsche in den letzten Jahren entführt hatte. Einer davon ist tot. Das sind Millionenbeträge dann im Raum und das ist sehr delikat zu arrangieren. Einzelne Kollegen haben es gemacht, haben es versucht, aber da war hinterher immer etwas unklar, ob diese Menschen, die sie interviewt haben, tatsächlich nun Boko Haram-Leute waren oder nur Betrüger. Geben. Ja. Das auch noch geben, genau. Ja, die sich interessant machen. Die sich ja. Ja nicht nur interessant machen, sondern die dann indirekt Geld verdienen darüber, dass man halt den Übersetzer, den man meint, vertrauen zu können, Geld gibt. Dieser Übersetzer gibt dann Geld an Leute, die in den Dörfern sitzen, die Kontakte vermeintlich haben. Und diese geben dann dieses Geld teilweise dann weiter an irgendeinen, der dann halt vorgibt, Boko Haram zu sein und vielleicht mal mit Boko Haram ein bisschen was zu tun hatte. Aber dieser Mensch repräsentiert jetzt nicht diese Terrorsekte, sondern ist eher eine Gestalt an der Peripherie und übersteigert alles das, was er so von sich gibt, weil er daran verdient. Das ist immer so mein Verdacht. Die nigerianische Regierung schottet uns Journalisten, auch wissenschaftliche Ermittler, Untersuchungsinstitute, konsequent von gefangengenommenen Boko Haram-Kämpfern ab. Es gibt nur ganz wenige Interviews mit gefangenen Boko Haram-Kämpfern und Führern, obwohl ja Hunderte oder gar Tausende von denen in den Gefängnissen in Nigeria sitzen. Also die Sicherheitsbehörden in Nigeria wissen viel mehr über diese Sekte als selbst Thinktanks in Washington.